Heile Welt, hartes Brot, Hirten. Norbert Siegele hütet im Sommer Schafe. Rolf Beutler hütet auch im Winter Schafe. Joe Gartenou müht sich mit Rindern ab. Und in Swissmade die gestiefelte Geiß. Die Alphütte der Schafalp Gstanz, zuhinterst im Verwalltal in der Nähe von St. Anton am Arlberg. Das ist das Reich von Norbert Siegele. Während der Monate Juni, Juli und August haust er meist allein in der kleinen Hütte, während seine Frau und die zwei kleinen Kinder zwei Wegstunden weiter unten in der Branntweinhütte im Hirtenhaus des Verwalltals wohnen. Zusammen mit Hirtenhund Billy schaut er täglich nach den 700 Schafen, die ihm knapp 50 Kleinbauern der umliegenden Dörfer in Obhut gegeben haben. Schafe hüten heißt vor allem weite Wege gehen. Und das nicht nur bei schönem Wetter, wenn sich sogar die scheue Kreuzotter von der Sonne wärmen lässt und sich die Schafe in Sichtweite räkeln. Norbert Siegele hütet zum ersten Mal die Schafe, nachdem er zuvor jahrelang als Jungviehhirt auf den benachbarten Alpen Erfahrung gesammelt hat. Mein Vater war auch in der Alp gewesen, aber richtig zum Hirten kommen bin ich erst durch meine Geschwister, durch meine zwei Brüder. Mit 9 hat der ältere Bruder die Schafe gehirtet. Und da bin ich so fanatisch von dem ersten Ferientag bis zum letzten Ferientag alle mitgegangen. Das hat mich so fasziniert und feitunkt. Und jetzt bin ich selber dabei geblieben. Jetzt bin ich selber schon 1970 in der Alp. Ohne einen guten Hütehund kann man eine Schafherde fast nicht im Zaum halten. Norbert Siegele hat dem inzwischen 6 Jahre alten Border Collie das Handwerk auf der Rinderalp beigebracht. Oben durch, Billy. Ja, hopp, oben durch. Doch dem Hund ist die Umstellung vom Rinder zum Schafehüten schwerer gefallen als seinem Meister. Er ist bei der Schafe eher ein bisschen zu rasant gewesen, ein bisschen zu grob, aber mittlerweile habe ich es langs in den Griff gekriegt. Weil beim Golf braucht es ein bisschen stämmiger, ein bisschen kräftiger und bei der Schafe